No, 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 no heroes. No, 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 no heroes. No heroes, baby. No, 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 no heroes. No, 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 no heroes. No heroes, baby. Next thing is, I mean, it's now 1 year ago since we started tournaments, and I'm very happy for this community. This is amazing. Thank you very much. Stell dich gerne kurz vor. Hi, ich bin die Nina, Nina Keks auf Twitch. Und ja, ich spiele auch One Piece. Auch One Piece, ich wollte gerade sagen, man kennt dich vielleicht eher von Magic. Genau. Wie lange spielst du schon One Piece? One Piece habe ich jetzt bei OP03 angefangen. Und jetzt so aktiv, dass ich auch spiele und auf Events gehe, dann seit. Welches Deck spielst du heute? Ich spiele Nami. Und auch zum ersten Mal. Okay, okay. Und wie erfolgreich bist du damit? 04. 04. Geil. Spielst du weiter oder Side-Event? Was ist der Plan? Ich spiele definitiv weiter, weil, also wie gesagt, ich spiele sie zum ersten Mal. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß. Leute, guckt natürlich auch bei ihr rein, bei den Channels, ne? Ja, auch viel Spaß. Genau. Bis sehen uns. No, no, no heroes. No, no, no. Der erste Tag ist um. Wir hatten 9 Runden insgesamt und ja, jetzt steht die Top 32 fest. Morgen wieder Top Cut. Man kennt's. Ja, freudig überrascht, dass wirklich so viele verschiedene Decks auch vertreten sind und es hat Spaß gemacht. Wir sehen uns spätestens morgen. Nakamos, One Piece Freunde, es ist soweit Tag 2, wir haben jetzt Top Cut 32, es geht langsam los, die Leute kommen natürlich auch einige Side-Events. So, ich habe mir jetzt hier den Gewinner vom Side-Event geschnappt und stell dich gerne kurz vor. Ja, hi, ich bin der Luca, ich bin 25 Jahre alt, komme aus der Nähe von Karlsruhe und habe heute mit Rage das Side-Event gemacht. Nice, genau, du hast schon verraten, das Rage-Deck. Wie bist du auf das Deck gekommen, beziehungsweise dass du gedacht hast, hey, damit kann ich auch gewinnen? In Vorbereitung für OP6 haben wir eben ganz, ganz viele Decks getestet. Klar, die Meta-Decks Sakazuki, Moria und Reiju, eventuell Corona. Und Reiju hat sich als das Spaßigste rauskristallisiert. Was war für dich das schwierigste Matchup? Im Side-Event das schwierigste war tatsächlich das letzte Match. Das war ein Reiju Mirror. Ich hatte eigentlich einen sehr guten Start und konnte als erster quasi meine Fähigkeiten einsetzen, aber der hat sich sehr, sehr gut zurückgekämpft, deswegen wurde es nochmal sehr eng. Da kam es auch immer auf 1000 Counter an. Dann natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch zum Kit, hier auch im Hintergrund nochmal. Genau, weiterhin viel Erfolg. Dankeschön, Dankeschön. So, hello, hello. Ich habe mir jetzt einmal einen anderen Judge hier auch geschnappt und stell dich gerne mal kurz vor. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Nils. Ich bin auch hier Judge bei diesem wunderschönen Event von No Heroes. Shoutouts an alle Leute, die mitgemacht haben. Und ja, wir haben auf jeden Fall alles gerockt hier, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Und man muss ja sagen, vielleicht kennt man dich ja irgendwo anders her. Vielleicht von TikTok. Was machst du da so? Könnte sein, ja. Ich bin halt TikToker, YouTuber, mache auch One-Piece-Content, also mainly One-Piece-related-Content, Shorts und halt Kurzvideos. Und ja, dementsprechend kann sein, dass mich jemand kennt. Also wer mich kennt, Shoutouts auch. Und ja, bin dankbar für jeden, der mich kennt auf jeden Fall. Vielen Dank. Was ist eigentlich das Deck, was du gerade spielst?
Also ich persönlich liebe Gecko Moria. Und ja, das gesamte Deck ist halt super, weil das aus dem Trash halt spielt und ja. Das ist halt voll mein Ding irgendwie, ich weiß es nicht. Gerade haben wir gesehen, das Finale ist rum. Es hat Sakazuki gewonnen. Was sonst? Ja, was sonst? Hast du damit auch schon gerechnet oder hast du vielleicht an Gecko geglaubt? Ich habe mehr an Gecko geglaubt, weil wir auch einen Kollegen hatten, der da mit 7-1 mit 7-2, glaube ich, in die Top 32 gekommen ist. Und ja, freut mich auch auf jeden Fall, dass Gecko ins Finale gekommen ist gegen Sakazuki. Aber Sakazuki hat halt auch einfach leider ein bisschen zu krass getopdeckt. Ja, ich gönne Sakazuki trotzdem, aber ich mag den Leader nicht, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ich auch nicht. Bin ich nicht so sympathisch. Gibt es irgendwas, sag ich mal, wo man dich vielleicht das nächste Mal sieht bei einem nächsten Event? Mal schauen, dieses Jahr wahrscheinlich Dokumi. Schätze ich mal. Ja. Anime-Messen schaue ich mal, dass ich bei jeder dabei bin. Und ja, ich freue mich auch auf jeden Fall auf jeden, der kommt, wo ich bin und bin dankbar für alles. So. Nice, das freut mich. Ja, vielen Dank und genau, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dankeschön. Vielen Dank fürs Interview. No heroes. No, 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 no heroes. No heroes, baby. Jetzt habe ich hier nochmal Moody von No Heroes. Und die 2 Tage Regional sind vorbei. Wie war dein Eindruck? Das ist krass, das Event. Also wir haben tatsächlich Day 1 um 16.30 Uhr abgeschlossen. War richtig krass, ja. Keiner wusste, was mit der Zeit zu tun ist. Es hatten jetzt natürlich ein neues Set rausgekommen, viele verschiedene Decks. Wie war dein Eindruck von den Spielern? Wie war so die Mischung davon? Also hat wieder Sakazuki gewonnen, eigentlich voll ungerecht, dass der wieder das Turnier gewinnt. Aber es gab wieder Morias. Aber an sich ist, glaube ich, gerade die Meta schon schwarz dominiert, das müsste man eigentlich ändern fürs Spiel, glaube ich. Aber war trotzdem cool zuzusehen, da waren trotzdem ein paar andere Decks. Was stehen für nächste Events bei No Heroes an? Also wir haben im Mai 2000-Mann-Events und OPE hat ein 1000-Mann-Event. Und da die meisten Organizer cool miteinander sind, haben wir uns gedacht, für die Spieler-Community machen wir einfach einen Raffle, sodass optimalerweise jeder ein Ticket bekommt und nicht einer drei. Und das ist, glaube ich, für die Community das Beste. Wir versuchen immer, für die Community das Beste zu machen. Dann haben wir im April noch 1000-Mann-Event. Und guckt mal, Leute, ich sage das exklusiv bei Jasmin, es kommt was Krasses. Ich kann leider keine Details geben, aber es kommt was echt Krasses. Wirklich, okay. Wirklich Krasses. Denn Bandai ist am Start. Ist am Start. Das hört sich schon mal gut an, finde ich sehr gut. Beim letzten Mal hast du mich ja auch schon announced, in meinem letzten Video, dass was kommt und es kam was. Aber was ich auch sagen muss, ne, für alle, es gibt jetzt auch Digimon. Also ihr macht jetzt auch Digimon-Turniere, wo ich ja auch großer Fan von bin, deswegen finde ich das auch sehr nice. Und Dragon Ball auch. Was ich sagen kann, lebt euren Traum, Leute. Und Dragon Ball. Und warte, und jetzt? Und Dragon Ball Fusion World. Ist aber schon ausverkauft. Sorry, Leute. Sorry. Aber erstes Regional. Offline, leider nicht mit Z1, mit Z2. Aber ich glaube, es gibt noch ein anderes, aber hier in Deutschland das erste Regional. Und ich sag mal so, ich spiele mit. Ich bin ein Saiyajin. Sorry. Das stimmt. Ja, vielen Dank, würde ich sagen. Danke für deine Zeit. Und wir freuen uns darauf, was kommt natürlich. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. No, 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 no heroes. No, 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 no heroes. No heroes. Das war das krasse Turnier. Und wie versprochen, natürlich zum Schluss gibt es die Überraschung. Zusammen mit No Heroes verlose ich wundervolle Dinge. Was müsst ihr machen? Um zu gewinnen, müsst ihr einfach nur eine Frage beantworten und natürlich unten in die Kommentare von diesem Video hauen. Also, was ist euer Lieblingsdeck? Was spielt ihr am liebsten und warum? Lasst euch also natürlich gerne auch was Kreatives, Witziges einfallen und dann suche ich mir die 3 besten raus. Also, was gibt es für den Platz Nummer 3? Einmal Hüllen. Komm, die brauchen wir ja alle, ne? Auf dem 2. Platz Hüllen plus diesen Sidewinder. Platz Nummer 2, richtig nice. Und auf dem 1. Platz, der räumt natürlich richtig ab. Hüllen plus einen Flippin' Tray Deck Box. Richtig, richtig cool. Und noch obendrauf auch noch mal eine Playmat. Das heißt, für die nächsten Turniere seid ihr dann auf jeden Fall auch richtig krass ausgestattet. Das sind die Preise. 3 können also gewinnen. In einer Woche ist dann Auslosung. Haut die Kommentare voll. Let's go. Ich freue mich sehr darauf. Damit natürlich auch nochmal ein großes Dank an No Heroes, an das ganze Team. Es hat wieder mega Fun gemacht. Natürlich auch an alle Spieler, die da waren. Es war sehr, sehr cool. Ich freue mich auf die nächsten Events. Und wir sehen uns natürlich dann auch im nächsten Video. Denkt natürlich an das Abo und Daumen sowieso nach oben. Eure Saiyajins. Pew.